I'm in. Good. Now get to the servers and upload that data. You weren't kidding about the tunnels in this place. Got themselves a hell of a maze down here. Servers need power. Find power lines or work lights, then follow them to the source. They need to find their way around as much as you do. Oh boy. Hier sind definitiv einige. Drei Stück auf sehr nahem Terrain. Vielleicht kriegen wir es hin. Komm, 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 komm. Sehr schön. Einen ausgeschalten. Zwei sind noch hier. Alter, weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich an die anderen rankomme. What's this? What's this? What, what? Hat hier irgendwer was gesehen? So wie eine Leiche durch den Boden geplumpst? Das wäre unfein. Okay, was wir jetzt rausfinden müssen. Wunderbar. Ich denke nämlich, dass der hier an einer Situation gefallen ist, wo keiner so schnell herausfinden wird, dass er da liegt. Gut, und jetzt... Okay, wir können an den rankommen, an zwei Arten. Entweder er ist hier oder er ist da drüben, wo er jetzt gerade steht. Ich könnte jetzt natürlich noch hochrennen, aber das ist mir jetzt zeitlich einfach ein bisschen zu knapp. Gut. Das Problem ist beseitigt, aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass hier noch mehr lauern wird. So, ich werde jetzt ganz kurz noch diesen Raum hier durchklappern. Hier gibt es theoretisch sogar eine Möglichkeit, was frei zu arbeiten. Sag ich doch nicht nein. Okay. Damit haben wir etwas freigeschalten, einen neuen Weg, mehr mehr Geld. Achso, und wir würden jetzt hier unten rauskommen. Okay, fürs Geld hat sich's gelohnt, für alles andere eher nicht so. Gucken wir jetzt hier nach unten noch schnell das zu Ende. Dann begeben wir uns in den nächsten Bereich. Wir einfach nicht hier irgendwas übersehen, was vielleicht von Nutzen sein könnte. Gerade irgendwie ein alternativer Weg oder sowas ist immer willkommen. Haben wir eine Übersicht? Jein. So, Upload Security, Access Detention Cells, Disrupt Power, Find Alternate Access. Okay, also wir können nicht einfach in die nächste untere Ebene reingucken, was schade ist. Oh boy, da kommen drei Stück, drei Leute. Bisschen mehr Geld und definitiv ein Problem. Okay, wir werden definitiv jetzt erstmal gucken, was die machen. Er dreht definitiv irgendwann weg, das ist vielleicht jetzt gar nicht mal so doof, dass wir die Situation jetzt einfach ausnutzen und uns hier im Schatten von ihm aufhalten, denn ich will ihn definitiv hier in dem Raum umnieten, statt dort, wo die anderen ebenfalls alle rumlaufen. Oh boy, der eine ist da relativ nah bei uns. Wunderbar. Uns bei einem kriegen wir den auch noch hin und der despawnt, bevor der letzte ankanzt. Vermutlich nicht, aber den können wir vermutlich auch im Nahkampf einfach ausnehmen. Wow! Liebes Spiel! Ja, das war wieder Leertaste, hat irgendwas gemacht, was er nicht machen sollte. Leertaste ist eigentlich... Hey, huh? Looks like I found the old cells. Mostly storage. If there's time, see if you can get inside. Das Gute ist wirklich, dass halt CQC wirklich stark ist. Und ich vermute, das ist auch die Sache, die wir weiter machen sollten. CQC ausbauen, damit, falls es wirklich häufiger nochmal zu solchen Situationen kommt, dass wir da einfach die Überhand haben.
pick the lock. Good job. No sign of the missiles, though. Looks like this place has been cleaned out. Damn. Guess that would have been too much to hope for. All right, get to the computer if you can. On it. Also, so schön es ist, sich an Wänden festzukleben und dann halt theoretisch um die Ecke gucken zu können und zu schießen, es funktioniert meistens nicht. Wie zum Beispiel hier. Okay, hier funktioniert es aber. Ich habe gerade gesehen, ich wollte mich einfach irgendwo kurz festdrücken, dann ist auf einmal durch die Gegend gesportet und so wurden wir halt auch gerade eben einmal kurzzeitig entdeckt. Ich meine, es hat jetzt keinen großartigen Unterschied gemacht. Aber es war halt eine Sache, die unschön ist und in gefährlicheren Situationen könnte einem das halt das Genick brechen. Okay, jetzt haben wir im Endeffekt die Situation von gerade. Kann ich hier das Ding vielleicht aufbrechen? No, kann ich nicht. Hier, oh, Spiel! Ja, jetzt habe ich das Problem. Gut. Also, erneut, einfach Leertaste drücken, funktioniert überhaupt nicht. Aber wir haben gesehen, Schrotflinte, selbst ohne irgendwelche extra Schnickschnack, ist richtig effektiv. Das Schöne ist, das hat uns jetzt gerade irgendwie nicht so beeindruckt. Schadenstechnisch. Ganz bewusst nur mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Uploading the information now. A lot of data here. And this system looks pretty state of the art. Receiving. You weren't kidding. Watch your back, they probably got guards on the way. These specs look like Halbeck targeting data tied into the radio tower. All right. Get topside if you can. We could use the help. Looks like we got company. A lot of it. So I'm pinned down? I got a Blackhawk on the way. Meet up with us topside. Nicht mit mir, mein Lieben. Where is he? Genau. Interessant, also meine Rüstung regeneriert sich wieder. Das heißt also, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. Dann kriegen wir das auch alles so hin. Okay. Aufgabe ist wieder rauszukommen. Oh, das geht sehr einfach. Ja, und ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, wenn das Spiel jetzt nicht gerade ruckeln würde, dass das Rauskommen nicht einfach wird. Holy shit, what? Mike, having a little trouble here. Their radio tower is down, but we're getting more resistance than expected. Can you secure the landing zone? Not a problem. Oh, der hat uns mitbekommen.
Okay, der eine da konstant versucht mich zu treffen, aber so ein... Was machst du, Spiel? Oh, hi! Wo kommst du denn her? Und wir haben einen schwarzen Gürtel bekommen dadurch. Oh oh. Und jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, wir haben nicht unbedingt die Questmappe am Start. Oh mein Gott, wir machen so null Schaden. Schön. Okay, da drüben ist einer, aber den sollten wir, wenn wir uns clever anstellen, gut rankommen können. Okay. Wir haben den. Und dann noch zwei weitere. Zwei? Oder noch einer? Kann auch wirklich nur noch einer sein, ja. Und pew. Oh Mann, die Waffe ist so mies auf Fern. Und mir fällt es wirklich, dass selbst wenn ich nicht treffe, die halt reagieren da drauf. Ah. Ah, Mann. Alright, we're clear, let's do this. Oh, neue Gegner. Wisst ihr was? Oh, wow, wow! Die Steuerung! Oder so. Wunderbar. Das ist geschafft. Also raus hier. Irgendwie raus hier. Good job, Mike. Not bad for the new guy. All the missions go as smoothly as this? You're alive, aren't you? Ja, wir haben gesehen, solche Missionen können auch anders ausgehen, als man sich's vielleicht erwünscht. Also, so schön Stealth ist, wir müssen definitiv hingehen und uns auch auf andere Waffen spezialisieren, denn solche Situationen scheinen häufiger vorzukommen oder können häufiger vorkommen. Und dann halt nur mit dieser lustigen Pistole darum rennen zu müssen, ist vielleicht nicht immer hundertprozentig clever. Okay, gucken wir uns an, was es hier im Mission Briefing am Ende noch zu sagen gibt. In Arsam had a detention camp on the outskirts of Jizan, had a spike in network activity. Agent Zorten was sent to infiltrate the camp, find the communication hub and upload any information from the servers to our databanks. Agent Zorten was dropped off on an outskirt of the camp via helicopter, then infiltrated the camp utilizing cover in the local geography. After cutting power to the camp, he proceeded to enter the detention cells where he accesses the terrorist's computer, gaining intelligence on Arsamat in the region. Bonus Objectives, und da haben wir gleich zwei. Agent Zorten discovered detention records in the camp, providing more information on Al-Samad in the region. Das hätten wir sogar theoretisch fast übersehen gehabt, wären wir da halt nicht in den Kampf am Ende geraten.
Agents Orton thoroughly explored the cells beneath the camp for stockpiles, and his ruinous was mentioned by Agent Darcy in his report. Agent Orton returned to the surface for extraction by helicopter. Cutting the power to the control center allowed Agent Darcy and the team to approach the camp and engage the terrorists. With information obtained from the mission, Shahid's location in Saudi Arabia has been found, and the final phase of Operation Desert Spear is active. New mission gained: intercept Shahid and recover missiles. Mikey, so you got back safely? Yeah, thanks for the lift out of there. Just doing my job. No need to thank me. We recover anything from the camp yet? Some records. Good job digging those out, by the way. Still sorting through it, but... But what? Well, I'm out of the loop on the data recovery. Westridge assigned the analysis to Mina and Parker. We'll see what they dig up. Any idea when they'll have something? No, but with the two of them, shouldn't be long. Guess we just have to wait. Let me know as soon as you find out anything, Darcy. All right, I'll be in touch, Mikey.